Mit dem Minotaur hat Spinlord einen recht ungewöhnlichen Noppenbelag am Start, dessen Mythos wir natürlich etwas genauer auf die Schliche kommen wollten. Offiziell handelt es sich beim Minotaur um eine mittellange Noppe, die in der Schwammversion regulär knapp 25 Euro kostet. Seine zylindrischen Noppen sind relativ dünn und knicken aufgrund des harten Obergummis relativ schwer um. Die Noppenköpfe sind leicht geriffelt und leicht griffig. Als Schwamm dient ein cremeweißer, mediumharter, feinporiger Offensivschwamm aus China, der keinen integrierten Frischklebeeffekt mitbringt. Dennoch präsentiert sich der Belag im Dotz-Test recht flott und katapultig. Zudem scheinen die Noppen beim reinen Hinhalten sichtbar auf Rotation zu reagieren. Der Minotaur bietet als mittellange Noppe ein gewisses Kurznoppenfeeling. Konterartige Bewegungen und Lifts werden mit einer hohen Geschwindigkeit übers Netz befördert. Das Schlägerblatt sollte dabei nicht allzu weit geöffnet werden. Die in unserem Test gespielte Schwammversion bietet dabei ein wirklich hohes Grundtempo, das nicht ganz einfach zu beherrschen ist. Deutlich spürbar ist für den Gegner ein gewisser Störeffekt. Die Bälle kommen teilweise mit Überschnitt und verspringen dann unangenehm, teilweise aber auch einfach nur leer an. Mit leicht lockerem Handgelenk lassen sich Tischner auch Blockbälle mit dem Minotaur spielen. Auch hier muss das Schlägerblatt aber schon ein wenig geschlossen werden. Es zeigt sich aber auch, dass der Belag an sich eher ein aktives Spiel belohnt. Durch härtere Schläge kann man entsprechend viel Druck in die Bälle bringen. Dass der Minotaur aktiv gespielt werden will, zeigt sich bereits in der Aufschlagannahme. Hier kann und sollte man wirklich aggressiv agieren. Sei es durch topspin-artige Angriffsschläge oder konterartige Lifts. Mit ein wenig Übung lassen sich dabei sehr giftige und winkelige Flugkurven erzeugen, die gepaart mit dem hohen Tempo für viele direkte Punkte sorgen sollten. Überraschend ordentlich performt der Minotaur in der langen Unterschnittabwehr. Mit ein wenig Händchen gelingen hier durchaus flache, giftige Flugbahnen. Wie viel Unterschnitt in den Bällen ist, hängt dabei davon ab, ob die Noppenhälse umknicken oder nicht. Wenn sie es tun, dann ist eine solide Portion Schnitt in den Bällen. Wenn sie es nicht tun, dann sind die Bälle leer. Als Gegner ist es recht schwierig, dies richtig zu lesen, sodass es hier zwangsläufig zu scheinbar leichten Fehlern kommt. Interessanterweise lässt sich der Minotaur richtig gut aus der Halbdistanz mit Treibschlägen und topspinartigen Schlägen spielen und erzeugt dabei, zumindest in der von uns gespielten Schwammversion, eine hohe Geschwindigkeit und Durchschlagskraft. Thank you.
Auch wenn der Belag unserer Meinung nach eher für die Rückhand ausgelegt ist, konnten wir damit einige für den Gegner durchaus unangenehme Konter, Blocks und Schüsse über die Vorhandseite herauskitzeln. Auch hier verspringen die Bälle nach dem Aufprall auf dem Tisch teilweise sehr überraschend. Zudem ist die Einschätzung des ankommenden Effets nicht ganz so einfach. Recht gut gelingt das tischnahe Blockspiel, wobei man mit einem lockeren Handgelenk durchaus Dampf aus den ankommenden Bällen nehmen kann, dann aber auch wieder gefährliche Tempowechsel einstreuen kann. Unterm Strich ist der Minotaur also ein sehr spezieller, gefährlicher Noppenbelag, der unserer Meinung nach seine Stärke im aktiven, offensiven Spiel entwickelt und dabei ein gewisses Händchen bzw. spielerisches Können voraussetzt.